Hallo ihr Lieben, bevor ich euch jetzt gleich die Demo, den Kombi-Corso von heute Sonntag, dem 23. zeigen, wobei ich dazu auch noch sagen muss, waren verdammt wenig Leute da, lässt sich aber leicht erklären. Gestern Abend war große Demo, da kommen dann heute nicht schon wieder sehr viele und dann waren sehr viele von uns in Brüssel. Da war auch eine Großdemo und natürlich Brüssel ist mit dem Auto hier um die Ecke sozusagen. Da sind natürlich auch viele hingefahren, weil die natürlich auch lieber zu einer riesengroßen Demo fahren als zu einer kleinen Demo. Und so kommt es denn, dass da gestern, also heute, sehr wenig Leute auf dem Autokorso waren. Also normal ist voller. Es war nicht gerade der Läng Es war, glaube ich, der kürzeste Kombi-Corso, den ich in Düsseldorf je gesehen habe. Gut, und das Wetter war auch nicht besonders. Und naja, alle haben nicht Lust, jeden Tag zu demonstrieren. Das eine. Und dann wollte ich noch was zu den Teilnehmern von gestern sagen. Also ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe die Demo auf ganzer Länge, mehrfach auf ganzer Länge gesehen. Ich war, glaube ich, von allen Teilnehmern der Einzige, der wirklich die gesamte Demo gesehen hat. Ich habe sie ja in dieser Zeitrafferaufnahme, habe ich sie ja dokumentiert, aber da sieht man halt auch nicht so viel. Das läuft so schnell durch, dass man sich auf die Zahlen schlecht konzentrieren kann. Trotzdem, ich habe in der Rheinischen Post, habe ich gelesen, 5 Kilometer soll der Zug lang gewesen sein. Ja, und irgendwo, irgendjemand sagte, 8000 Leute wären wohl da gewesen, oder 7500. Also der Zug 5 Kilometer lang. Jetzt stellt euch vor, wir wären einzeln in jeder Reihe einer. Also wir hatten ja bis zu drei Fahrspuren für uns. Teilweise zwei Fahrspuren, aber das sind ja schon ein paar Meter. Ich weiß nicht, wie breit ist so eine einzelne Fahrspur, 3 Meter oder mehr. Und dann zwei Fahrspuren sind dann 8 Meter. Also auf einer Breite von 8 Metern einer und dann Abstände, also hintereinander von jeweils einer, 7500 Leute, also wenn wir im Gänsemarsch gegangen wären mit Abständen zwischen uns von 1 Meter, dann wären auf 5000 Metern 5000 Leute. Hattet ihr den Eindruck, dass in jeder Reihe einer lief? Ohne dass jemand, also die Leute gingen mindestens paarweise, meistens zu dritt, zu viert. Und auf 8 Meter Breite kann man da schon ja, da laufen links 4 und rechts einen halben Meter dahinter laufen 4 und dann wieder mal 2 und 3. Also ich habe Puls gesehen, da liefen auf 10 Meter 200 Leute. Und gut, es gab zwischendurch auch mal Lücken von 10, 20 Metern, aber die waren so häufig nicht. Also am Ende hin hat sich alles zu Pulks zusammengezogen und dann gab es zwischendurch auch mal Lücken, aber 50 Meter Lücken habe ich nicht gesehen. Wenn da irgendwo ein Pulk ist von 200 Leuten, die auf 10 Metern laufen, und dann kommt man eine Lücke von 20 Metern, aber diese Lücken, die waren eher selten. Also ich habe das Ding gesehen, Leute. Also auf 10 Meter Länge 15 Leute. Das war nicht die Regel, das war absolut nicht die Regel. Auf 10 Meter 50 Leute, das kommt eher hin. Und dann rechnet das mal aus, 10 Meter 50 Leute, 5000 Meter lang, also 500 mal 50, was macht denn das? Ja. Komme ich jetzt durcheinander, mal 5, 2000, 5, 25.000. Würde das ergeben. Also ich kann euch eine andere Demo
erzählen. Das war, wann war das? Das war bei zu dieser Occupy-Zeit, das war 2012. Damals habe ich ja auch Demos angemeldet. Da gab es eine TTIP-Demo, wo ich einer der Mitanmelder war. Das war gemessen an unserer Demo eine relativ kurze Demo. Die war keine 5 Kilometer lang. Das waren, ja, was waren das? Graf-Adolf-Straße war ziemlich voll und Königsallee oder sowas, glaube ich. Und dann, ja, zog sich das. Also die war nicht so lang wie unsere Demo. Längst nicht so lang. Aber gut, da gab es überhaupt keine Abstandsregelung. Die waren noch geknubbelter. Aber da waren 30.000 Leute. Aber die Demo hatte höchstens ein Drittel der Länge. Also 30.000, das waren auch nicht mehr als wir. Und dann kann ich mich an eine andere Demo erinnern, die war 1990, oder 90, ich weiß nicht, ob es 90 war. Das war der erste Irakkrieg, also wo Deutschland sich dran beteiligen wollte. Die Regierung hatte dem wohl schon zugestimmt, dass wir da mitmachen. Und dann, also das war dann morgens in den Nachrichten, die Regierung wollte da unbedingt dran sich beteiligen. Und dann hat eine Werbeagentur, ich weiß nicht welche es war, also ich war damals bei Roadrunner Fahrradkurier. Ich war einer der ersten Fahrer bei denen und ja, und dann hat diese Werbeagentur an uns Roadrunner geschrieben. Die haben eine Demo angemeldet. Das Ganze nannte sich kein Blut für Öl. Damals gab es das noch nicht so mit Computervernetzung 1990. Da kamen die Computer ja gerade auf und die waren grottenschlecht. Internet gab es so gut wie gar keins. Und wenn mit Telefon und so weiter, also so vernetzt wie heute, war man damals überhaupt noch nicht. Und deshalb waren wir Fahrradkuriere sehr wichtig. Wir haben das nämlich in sämtliche Firmen reingebracht, Flugzettel. Und haben das doch sehr, waren dann doch sehr mit drin, das vorzubereiten. Ja, und abends gab es dann eine Demo, die zog sich die Königsallee lang, ich glaube sogar beide Seiten, und die Kasernenstraße wieder runter. Und das war ziemlich voll, das stimmt schon. Aber wie lang ist die Königsallee? Sind das 500 Meter? Höchstens, oder? Also. Beide Seiten der Königsallee plus die Kasernenstraße, 1500 Meter. Also wenn wir 1500 Meter mal 3 macht 4500 Meter. Wir waren angeblich 5 Kilometer lang. Also wenn wir dreimal in dreifacher Stärke darum gelaufen wären, da wäre die Kö auch geknubbelt voll gewesen, auch die Kasernenstraße geknubbelt voll und natürlich die zweite Seite der Kö auch geknubbelt voll. Und damals hieß es, es wären 100.000 Leute gewesen. Diese Demo hatte übrigens einen durchschlagenden Erfolg. Es gab in anderen Städten auch Demos, aber Düsseldorf war die größte. Und da sollen 100.000 Leute gewesen sein, nach offiziellen Schätzungen. 100.000. Wir wären, unsere Demo war nicht viel kleiner. Wie gesagt, wir wären da ja locker dreimal rumgekommen auf jeder Straße. 5 Kilometer. Da läufst du also die Strecke Königsallee, Kasernenstraße. Hätten wir uns dreimal drum wickeln können und dann wären wir auch so viele gewesen, so ungefähr. Gut, ich will jetzt nicht behaupten, dass wir 100.000 gewesen wären, aber ich frage mich, wo steckt man die anderen hin, die 70.000, die uns daran fehlen. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, wir da waren 30.000 oder 25.000, dann hätten das ja viermal so viel sein müssen. Das hätte überhaupt nicht gepasst. Also 8.000 Leute, 7.000 Leute, völliger Humbug, völliger Humbug, völliger Humbug. So, das war jetzt mal ein 10-minütiger Vorspann zum Autokorso, den ich jetzt dann hinten dran hänge an das Video. Ein extra Video zu machen, habe ich jetzt keine Lust. Ich habe keine Lust, gleich zweimal hochzuladen. So, ich werde jetzt mal filmen, den Autokorso schneiden und werde das ganze Gedöns, was ich jetzt hier erzählt habe, damit dranhängen. Also bis nachher. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Oh, hey, wenn ihr das guckt, ist guten Abend. Ne? Scheiß Covid, ey.
Ja, was wollte ich sagen? Da ist irgendwie Demo wieder und ich muss schon wieder los. Zum Schlafen bin ich kaum gekommen diese Nacht. Ich musste ja noch Filme schneiden und hochladen und auf die Gruppen verteilen. Und jetzt gucke ich mal, was mich hier vorne erwartet. Ich darf eigentlich gar nicht filmen. Ich muss mal so filmen, dass ich... So, ich habe es jetzt. Ich gucke nicht auf die Kamera. Also, ich habe meinen Kameraaufbau noch nicht gemacht. So, was haben wir denn hier? Bild ist verrutscht. Moment, ach ja, stimmt, ich habe hier, Entschuldigung, habe mich wieder im Kabel verheddert hier. So, jetzt besser. Okay, ich muss jetzt mal gucken. Hier muss ich bald absteigen. Weil ich während der Fahrt, wenn ich das Ding in der Hand halt nicht filmen darf. Und meine Freunde von der Kratzstaffel sind auch schon da. Stehen da drüben. Ja. Tag, liebe Polizei, ich freue mich auf einen schönen Arbeitstag. Ihr euch hoffentlich auch. Ja, will ich mal da rüberfahren hier. Da steht der Bernd schon wieder. Ich dachte, ich bin zu früh, da bin ich auch. Wahrscheinlich kommen noch ein paar. Hallöchen! Du willst Hallo. Mitfahren? Ja. Kannst du mitfahren durch den Tunnel? Durch den Tunnel? Ja. Von mir aus, kein Problem. Dann fährst du dann hier mit den Radfahrern mit. Ja, ja, kein Problem. Mit zwischen Polizeiwagen und meinem. Ja, ich wollte zwischendurch will ich auch mal vorfahren, um euch von vorne alles zu filmen und euch vorbeiziehen lassen. Ja. Also wie gesagt, müssen wir gleich nochmal. Kannst du also auch durch den Tunnel fahren. Alles klar. Ich war mal aus, ich muss erstmal hier meine Sachen ordnen. Später. So, Kombi Corso. Ich hoffe, ihr seht was. Ein bisschen Gimbel, ein bisschen tiefer stellen. Wurde eine Demonstration für Freiheit und Demokratie. Damit ebneten die damaligen DDR-Bürger den Weg zum Mauerfall für die Einheit Deutschlands und Europas. Wir sind das Volk. Mit diesen Rufen wurde Geschichte geschrieben und ein ganzes Regime gestürzt. Wir sind das Volk. Mit diesen Rufen wurde Geschichte geschrieben und ein ganzes Regime gestürzt. Und ein ganzes Regime gestürzt. Damit ebneten die damaligen DDR-Bürger den Weg zum Mauerfall
für die Einheit Deutschlands und Europas. Yeah.
Thank you.
gültig reicht. Was der Viele Menschen sind neu. Die Medien manipulativ. Super tolle, nicht allzu große Autokorso geht zu Ende, aber warum der so klein war, das liegt daran, weil Brüssel nicht weit weg ist und eigentlich ganz viele Leute nach Brüssel gefahren sind. Also eigentlich die meisten Autofahrer sind nach Brüssel gefahren, dass heute überhaupt Demo war. Das, ja, ich würde sagen, es war mehr ein Versehen. Das ist wirklich der kleinste Autokorso, den ich je hier in Düsseldorf gefilmt habe. Und die Fußgänger machen auch nicht viel. 5 Fahrräder mit mir. Tja. Ja, nächste Woche werden es wieder mehr, also wieder Sonntag. Ich weiß nicht, 14 Uhr. Die Autofahrer und die Fahrräder treffen sich am Aquazoo, vorne auf dem Parkplatz. Ich nehme an, dass es so ist. Sollte es anders sein, wenn ich das in Erfahrung bringe, dann schneide ich den Quatsch raus, den ich erzählt habe. Also, ja immer noch da. Ja, man kann sich nie trennen. Ich habe mich auch, ja, geht mir genauso. Sehr, ihr Lieben, vielen, vielen Dank
für eure Begleitung als Fußgänger. Da schließe ich die drei gemütlichen Schutzpolizisten direkt mit ein. Ist ganz toll gewesen, wie ihr euch heute uns begleitet habt. So, hiermit schließe ich also offiziell unsere Versammlung am Johannes-Rau-Platz. Und jetzt geht's halt weiter bis zu unserem Sammelplatz am Aquazoo. Ja, Versammlung ist beendet. Macht dann mal aus. Tschüss, bis morgen oder was? Wann ist denn morgen eigentlich die Demo?